Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu A Plague Tale Innocence, dem vielleicht letzten Teil von A Plague Tale Innocence. Habe ich aber auch schon im letzten Teil gesagt. Die Situation hier stellt sich relativ schwierig dar. Das haben wir schon festgestellt. Einige Wachen. Wir sind im oder zum Schluss des letzten Videos relativ weit gekommen. Allerdings ist da einer mit einer ziemlich schweren Rüstung, der, ja, auf den können wir weder die Ratten hetzen, noch kriegen wir seinen Helm irgendwie mit der Steinschleuder klein gemacht. Kurz gesagt, das ist eine ziemliche, ja, Geduldsfrage hier, wie man das löst. Also relativ viel warten, bis der zum Beispiel da wieder weg ist. Dann sich den jungen Mann da oben vorknüpfen, der da hin und her läuft. Der sollte allerdings noch ein bisschen weiter nach rechts wiederkommen, dass wir den auch erledigen können. Ja, dann ist da noch einer mit dem Schild, dann ist da noch einer und dann eben noch der mit der großen, schweren Rüstung. Ist klar. So. Haben wir schon mal den einen erledigt. Jetzt kommt der mit dem Schild daher und stellt fest, dass der Kamerad am Boden liegt. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass er gar nicht so genau sucht. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, solange er so dasteht, auf seinen Helm zu zielen. Aber jetzt bewegt er sich halt auch schon hierher. Sei es drum. Der Roderick könnte sich jetzt um den kümmern, das wollen wir aber nicht, weil dann sieht er in der Pfeil- und Bogenschütze da oben. Das ist dann auch wieder doof. Die verlieren jetzt aber gerade wieder auch alle die Pferde. Das heißt, demnächst kann es hier relativ ungestört hoffentlich weitergehen. Der Kamerad da oben wird sich hoffentlich wieder ein Stück nach rechts bewegen, dass ich ihn gut mit der Steinschleuder erledigen kann. Beziehungsweise ich gehe schnell. So. Dahin. Ja, dann müssen wir uns irgendwie mal überlegen. So, wieder zurück, darüber, beziehungsweise ich muss hier erstmal so ein bisschen abgrasen, das habe ich jetzt glaube ich noch liegen lassen, ja. Also ich hoffe, dass ich in diesem Video hier mal tatsächlich deutlich über diese Stelle hier hinauskomme. Nicht über die Hintergrundgeräusche wundern, da ist so eine kleine Katze, die dreht gerade durch. Dann haben wir hier ein paar Ratten. Die wären da vorher natürlich auch sehr hilfreich gewesen, ne? Kommen wir jetzt erst natürlich drauf. Aber okay. Ja, den, da wird es jetzt wieder schwierig erledigen zu lassen von Roderick, solange der andere da noch rumläuft. Aber der geht da jetzt auch gerade wieder zurück. Das könnte passen. Erledige ihn. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Dann mach's aber auch. Gute Arbeit. Jetzt kommt auch Schnitt. Jetzt kommt der mit der Rüstung wieder. Feine Sache. Aber wenn wir Glück haben, fällt. Ah, er geht wieder zurück. Man müsste seine Fackel löschen, ne? Sieht aus, als wäre ich das einzige arme Schwein hier. Okay. Scheint jetzt zu funktionieren. Na, geht man nicht mal so schnell ins Spiel. Die muss man einfach 5-6 Mal probieren, bevor man so einigermaßen mal den richtigen Weg dann für sich gefunden hat. Hier würde ich jetzt tatsächlich auch sagen, dass wir bei ihm versuchen, einfach nur die Fackel auszuschmeißen. Damit die Viecher über ihn her... Beziehungsweise wir haben ja da oben noch die... Beziehungsweise, nee, wir müssen schon zuerst...
Oh, jetzt da oben noch den Käfig. Ja, 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 ja. Holt ihr euch, Kameraden! Ah, jetzt hast du da natürlich das Feuerchen, ne? Ich kriege euch! Wartet nur ab! Ach, okay. Ich finde euch! Oh, er geht also in eine andere Richtung. Ich kriege euch schon noch! Ja, ja, komm, 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 komm. Holt ihn euch. Holt ihn euch. Holt ihn euch. Jawohl. Sehr schön. Okay, dann ist jetzt, so wie ich das sehe, nur noch der Kollege mit der Fackel da und der ziemlich, ziemlich schweren Rüstung. Ja. Wir bleiben erstmal hier. Würde ich sagen. So viel wie möglich Ratten irgendwie hierher kriegen. Und wenn wir etwas Glück haben, dann kriegen wir es vielleicht doch nachher hin, dass wir ihm seine Fackel nur ausmachen und dann wird er ja eigentlich kaum drum rumkommen, hier zum Festmahl zu werden. Aber das sehen wir leider erst, wenn es soweit ist. Ich glaube, generell sollten wir probieren, mehr oder weniger sogar um den herumzukommen. Aber das wird sich jetzt gleich erst zeigen, ob das geht. Hier gibt es noch so ein paar wertvolle, nützliche Gegenstände, die wir einsammeln können. Eine Werkbank habe ich seit längerem nicht gesehen. Ja, das heißt, vermuten, dass vielleicht in diesem Spiel jetzt auch keine mehr kommt, weil es vielleicht demnächst dann tatsächlich mal zu Ende ist. Wir wissen es nicht. Genau. Das hier ist schon mal gut, dass ich das habe. Ob mir das gegen den Maximalrüstungstypen da was bringt, weiß ich nicht. Aber man hat es zumindest mal. Zumindest habe ich jetzt mal wieder ein bisschen. Ne, dafür leider nicht. Aber für irgendwas anderes Platz im Inventar. So. Die Richtung scheint schon jene zu sein. Wie wir das jetzt taktisch am klügsten lösen da? Schwer. Also meine Taktik wäre tatsächlich Fackel aus. Oder? Oh nein, jetzt ist das so ein Mini-Nikolas, oder? Ja. Okay. Also da hat mir jetzt ein Nikolas eigentlich gereicht, ne? Aber wenigstens war der jetzt relativ schnell erledigt. Ich hoffe nur, dass da nicht noch mehr von kommen, von diesen Kameraden. Es ist vor allem unnatürlich. Aber entweder das oder die Ratten. Das muss das. Zwei Wachen. Eine für jeden. Weiß kaum noch was richtig. Eine für jeden. Also einen muss er angreifen, einen muss ich. Der linke hat keinen Helm, das heißt, du wirst den rechten angreifen und ich mach den linken kaputt. Der ist für dich. Du bist erledigt. Alter Bärchen. Ich wäre auch gerne so stark. Kleiner, du hast eine ganze Rattenarmee. Rodrik, müssen wir das öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Allein? Hm? Willst du das übernehmen? Ist es umrennen oder was? Dann schauen wir uns hier erstmal noch ein bisschen um. Einmal Rohstoffe, das andere Mal eventuell versteckt sich hier irgendwo unter einer Zaunlatte oder so eine Werkbank. Dass ich wenigstens meine zwei restlichen Sachen da noch aufgemotzt krieg, was wahrscheinlich nicht mal unbedingt sein muss. Das, was ich jetzt eigentlich brauche, habe ich. Es geht auch nicht mehr, ne? Also, die Rattenkontrolle ist noch relativ geil, dass ich das jetzt mit der Mies ja auch kann. Beziehungsweise mit kann. Ansonsten ist das hier eigentlich alles so wie, ja, viel besser kann es eigentlich nicht sein. Ja, dann mach mal. Machst du das, Rodrik? Ist recht.
Ah, wieder einige. Aber wenigstens speichert's hier. Das heißt, im schlimmsten Fall starten wir dann im nächsten Video hier. Wo gehen die denn alle hin? Ja, die sind alle hier. Die bleiben alle irgendwie. Sie wollen rauskommen. Dann lassen wir sie doch raus. Wir müssen halt nur das Feuer hier. Also da vorne ist ein Feuer zum Löschen. Ganz ruhig. Na? Noch irgendwo Feuerchen? Bleibt mal da, ihr Ratten, genau. Da machen wir mal Feuerchen aus. Da machen wir Feuerchen aus. Ich wusste es, dass sowas passiert. Es kann ja nur irgendwie... Ach je. Es könnte tatsächlich sein, dass das nächste Video hier weitergeht, hier anfängt. Ach, herrje. Ach, herrje. Ist das überhaupt möglich? Es gibt irgendwie noch alternative Möglichkeiten. Natürlich gibt's sie. Haben sie bis jetzt nur noch nie genutzt, ne? Aber gut, wir waren ja eigentlich schon relativ gut vorangekommen. Also es ist ja gar nicht so schlecht. Kümmerst du dich um ihn? Du wirst bezahlen. Dumme ist halt wirklich nur, dass man immer wieder irgendwie hier von vorne anfangen muss, ne? Also wie wir auch festgestellt haben, die Ratten lassen sich auch nicht unbegrenzt einsetzen für solche Zwecke. Irgendwann sagt der Hugo dann auch mal, sie hören nicht auf ihn. So. Dann hat man so ein bisschen Pech gehabt. Dann geht es nämlich leider nicht so einfach weiter. Da hinten ist unser Bogenschütze. Ist er das? Weiß nicht genau. Vielleicht erwischen wir ihn ja. Also jemanden haben wir auf alle Fälle mal erwischt. Hey, da ruft jemand. Wo geht er denn hin? Warum gehst du weg? Okay. Haben wir schon alle Gegner erledigt hier. Jetzt, plötzlich, unerwartet. Ah, hallo. Amicia, ihr lebt. Ja. Vitalis ist in der Kathedrale. Ja. Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg. Nehmt die Treppe. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Okay. Das brennende Haus? Wir können nicht zurück. Los, wir treffen uns auf der anderen Seite. Doch. Seid vorsichtig. Mhm. Los, ins Haus. Oh, noch ein bisschen looten hier, ne? Wenn's geht. Nämlich Steinchen. Die werden gerade wieder wichtiger. So ein bisschen. Und prophylaktisch mache ich hier schon mal das Licht aus. Ja, nur für den Fall, dass wir nachher hier wieder raus müssen, hier vorne, was ich zwar nicht glaube, aber was ja durchaus trotzdem passieren kann. Dann damit wir hier schon mal so ein kleines bisschen rattenmäßige Unterstützung haben. Dann wird das nämlich rattengeil hier, wenn hier Leute kommen, die uns was anhaben wollen und dann haben die aber hier ein Mordsproblem. Ja, schauen wir mal, ob das so wird. So, dann mal ab ins Häuschen. Auch das hier machen wir aus. Ne? Kann ich das ganze Haus löschen jetzt gerade, oder? Geht das? Natürlich nicht. Wäre auch zu leicht.
Oh, verschlossen. Ich brech sie auf. Ja, mach. Schnell. Schnell. Keine Zeit. Videolänge und so. Dir zeig ich's. Da kommen die Wachen. Wo? Roderick, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Was? Schon hier oben! Alter, jetzt kommen wir aus allen Richtungen. Ich kann aber nicht in alle Richtungen gleichzeitig agieren. Das ist doof. Oder warte ich, bis sie hier hochkommen? Alter Verwalter. Also nochmal die Tür, oder? Sie wollen es jetzt echt nochmal richtig wissen, so gegen Ende des Spiels, ne? Sie wollen es wissen. Kann ich noch irgendwo Lichtchen ausmachen hier? Ja, da zum Beispiel. Ich brauche überall Ratten jetzt gleich. Ich brauche wirklich überall Ratten. So. Da drüben auch. Ausmachen. Hallo? In der Hoffnung, dass sie nicht mit ihren Fackeln wieder überall alles anmachen, natürlich. Aber ich brauche Ratten hier. Okay. Verschlossen. Ich brech sie auf. Kann leider nicht mehr davon machen. Das ist sehr schade. Dann werden uns eventuell doch Steine wieder helfen müssen. Roderick, geh in Deckung. Hugo kümmert sich um sie. Viel Spaß. Ah ne, oder? Der Fackeltyp. Ach je. Das... Ja, wirklich? Ja, ich kenne dich schon. Lass es gut sein, Roderick. Gut. Also eigentlich hatte ich jetzt mit daran, mindestens 5-mal sterben gerechnet. Gut. Dieses Mal kommen wir rein. Ja, das sagt er mit einer ganz, ganz ruhigen, gelassenen Stimme. Ohne den geringsten Ausdruck von Gewalt. Nein, Amicia, das können wir nicht. Wir werden verbrennen. Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird. Roderick, folgst du uns? Bis in die Hölle. Wir sind in der Hölle, mein Freund. Wir sind in der Hölle. Gehen wir jetzt da rein oder nicht? Oder wie? Oder was? Oder wo? Warum? Wo wollen wir hin? Ja gut, wir machen vielleicht mal das Feuerchen aus, ne? Dadurch, okay, sieht gut aus. So, weiters. Weiters geht es wo? Also, geht gleich mal hier durch. Okay. Nur Mut. Schaffst du das? Ist recht. Ja, mach mal. Die Decke stürzt gleich ein. Okay, dann gehen wir runter, oder? Beruhige dich. Hugo, du hast den Hauptmann der Inquisition besiegt. So. Du bist hart im Leben. Härter als ich. Mach doch mal. Wirklich? Ich lüge nie. Das muss der Ausgang sein. So, ein bisschen looten, ne? Wie immer. Wir sind so frei. Ja, ein bisschen husten. Juckt uns nicht. Nur Steine rum, ey. Ist ja gut. Wir gehen ja schon. Ja. Ist das nur einer?
gut aus. Verlass dich auf mich. Gut gemacht. Ich habe mich wohl etwas gehen lassen. Ah, kannst du ruhig weiter so machen. Moment. Also hier steht nichts mehr rum. Doch, da steht was. Aber konnte ich, glaube ich, jetzt gerade nicht nehmen, ne? Ja, doch. Amicia, was sollen wir jetzt tun? Moment, ich denke nach. Also auf jeden Fall brauche ich das Gelumpe hier. Das ist mir ja schon klar, ne? Das habe ich auch für einen Nahkampf, okay. Mehr brauche ich mir jetzt erstmal nicht, ne? Dann schleichen wir uns mal weiter hier durch. Durch dieses ganze stressige Kämpfen jetzt die ganze Zeit hier, muss ich ganz ehrlich sagen, schwimmt auch die Zeit so ein bisschen vor meinen Augen. Also ich krieg's fast nicht hin, die Videolänge noch richtig abzuschätzen, aber in der Regel gelingt es mir noch so einigermaßen. Niemand sieht uns. Wer ist das? Er darf uns auch nicht sehen. In Ordnung? Alarm! Ist ein komisches Geräusch? Na los, ich erzähle allen, dass ihr euch wacker geschlagen habt. So. Ja, das läuft doch jetzt wieder, ne? Nur mit Steinchen bewaffnet, ne? Macht die junge Frau dies. Da brauchen wir Kaira dazu. Oh, hab Dank! Danke! Der Herr sei mit euch! Wollt ihr uns helfen? Ja, danke! Und viel Glück! Hey, wartet! Ja, erledigt. Hm? Aus welcher Richtung kamen denn die? In Deckung, Bogenschützen! Gute Arbeit, Männer! Haltet die Augen auf! Da drüben? Niemand darf sich der Kathedrale nähern! Ja. Die Kathedrale! Wir sind auf dem richtigen Weg! Da, und zwar einige! Das ist der einzige Weg zur Kathedrale! Wir müssen da irgendwie hin! Also da vorne, oder? Oder hier, oder warum? Ach, zu gefährlich! Die Bogenschützen würden sofort schießen! Wir sitzen fest! Was? Mich jemand gesehen etwa? Unmöglich. Da kann man nicht durch. Eine Werkbank ist es wahr. Ich kann sogar etwas tun. Schaut her. Das sollte mir die Sache erleichtern. Somnum kann geworfen werden. Nein. Was ist ein Somnum nochmal? Lass mal gucken. Somnum? Ah, kann geworfen werden. Konnte es das bisher nicht? Ach, das war das, was ich den Leuten in die Fresse gehauen habe, wenn sie direkt vor mir standen. Ja, ja. Gut, dass ich das jetzt werfen kann. So kurz vor knapp. Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dann hält er Hugo in Sicherheit. Ja, aber geh nochmal weg. Geh trotzdem nochmal weg. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich hätte jetzt eigentlich ganz gerne noch ein bisschen gelootet. Rodrik, ich helfe dir. Ich glaube, es erwischt ihn jetzt. Wenn du helfen willst, halt nach Wachenausschau. Gut. Dann mal los. Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Wie viele kommen denn noch? Amicia, sie haben ihn getroffen. Nein, nee, oder? Scheiß die Wand. Bitte. Nein, wir brauchen ihn, um das Fallgitter zu erreichen. Amicia, ja, schon gewusst. Hinter uns? Ihr Bastarde! Die Treppe erreicht. Los, schnell! Kommt schon, weiter so! Ihr habt es fast geschafft! Oh ja, der Rodrik nicht. Nicht sterben, Rodrik, nicht sterben! Ich brauche nur... Oh
Oh je, oh je. Gut so, Rodrik. Das war's. Geh in Deckung. Wir sind da. Steh nicht einfach nur rum, hier, schnell! Oh mein Gott, Rodrik! Oh, mir geht's schon besser. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Oh je, oh je, oh je. Oh, 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 oh. Jetzt macht's so kurz vor knapp möglich nochmal einen auf Tränendrüse hier. Jetzt du! Bestimmt auch noch mehr Soldaten jetzt und hacken ihn klein. Tut mir leid. Tut mir leid. Scheiße! Scheiße! Hat man das damals gesagt? Hugo, komm jetzt. Wir Aber vielleicht weiter. Wurde es auch an dem Tag erfunden. Scheiße zu sagen. Ist echt kacke jetzt. Ja. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Das kann nicht sein. Melly, bitte. Nein. Diese Bastarde müssen bezahlen. Sie werden bezahlen. Das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Rodrik und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe. Sie hat recht, Melly. Rodrik. Ja, es ist vorbei, Hugo. Ist auch traurig. Er hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Mistviecher! Aber sie bahnen uns einen Weg. Ach ja? Wie denn? So. Wie machst du? Ja, krass, oh, ne? Das passiert gerade wirklich. Hugo, sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Melly? Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. Okay. Dann werden wir aber mal schauen, dass das im nächsten Video hier weitergeht, weil wir sind schon wieder bei einer ganz respektablen Videolänge. Es wird sonst zu lang, schätze ich. Es kann natürlich sein, das geht jetzt nur noch 10 Minuten hier, aber das weiß ich ja nicht. Das weiß ich erst, wenn es soweit ist. Im blödsten Fall schneide ich halt zwei Videos zusammen. Ist dann halt so. Wenn es wirklich zu kurz wird. Gehe ich aber nicht von aus. Ich denke, es wird nochmal richtig happig jetzt auf dem Schluss. Und es wird mindestens noch ein Video geben. Für dieses Video bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr es euch angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr lasst mir dementsprechend einen Daumen nach oben da und einen entsprechenden Kommentar auch noch, wenn es euch beliebt. Das wäre super. Kommentare mag ich ganz besonders. Und ja, wenn es natürlich unbedingt einen Daumen nach unten sein muss, aus irgendeinem Grund, gebt mir auch den. Und vielleicht ein bisschen konstruktive Kritik dazu, warum der da ist. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.